Ich finde, wir haben eine sehr tolle Partie gespielt, besonders die erste Halbzeit. War ein richtig gutes Spiel von uns, wo dann am Ende auch Friedi Löwe muss einen Ball schon mal wegnehmen, hält uns im Spiel. Das war die erste Riesenaktion. Die zweite Riesenaktion hat er ganz zum Schluss. Er hält uns im Spiel, aber die Mannschaft hat auch erste Halbzeit verdient, in Führung zu gehen für den Aufwand, den sie betrieben hat. Sehr viel Lauffreude, sehr gutes Pressing im Zentrum. Und wir haben viel vor dem Spiel darüber gesprochen, dass immer noch dieser, manchmal so ein kleiner Vorwurf im Raum steht, diese Mannschaft kann nicht kämpfen, kann nicht mit aller Konsequenz wollen. Und ich denke, das hat sich heute eindrucksvoll widerlegt. Es war kämpferisch sehr gute Leistung. Wie gesagt, zum Schluss, was René schon sagt, zum Schluss die Brechstange, wenn Oleg ein bisschen nach vorne kommt, der Mann ist 2 Meter groß, da kannst du nicht immer alles verteidigen, da musst du halt da sein. Und wie sie da bis zum Schluss gefightet haben, um diesen Sieg festzuhalten. Ein bisschen parallel zum Osnabrück-Spiel, auch vom Verlauf, wenn man sagt, okay, jetzt mal einen Konter nochmal ausspielen, den Sack zumachen, das 2-0 machen. Ja, wäre ganz schön gewesen, für die Zuschauer so spannend bis zum Schluss, auch gut. Wichtig für uns die 3 Punkte, der gute Start in die englische Woche, die wir diesmal besser machen wollen als die letzte, wo es jetzt auch darum geht nachzulegen, wo wir jetzt ein Auswärtsspiel in Dortmund haben. Und ja, wir so eine Leistung, die wir hier gezeigt haben, auch diese Leidenschaft, die wir mit auf den Platz nehmen, dass wir das auch auswärts mal abrufen können und dann auch mal was mitnehmen. Ich denke, für die Partie heute können wir stolz auf unsere Mannschaft sein. Es hat sie gut gemacht. Dankeschön.